Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Crusader Kings 3 hier aus dem Game Studio. Mein Name ist Master Schröder und ja, hier sehen wir unsere Familie. Wir sind schon ziemlich alt, unsere Frau auch ergraut. Ist jetzt aber auch Regentin einer kleinen Grafschaft in Norditalien. Und unser Sohn, der alles erben wird, aber sich als Mörder eines Bauern herausstellte. Ja, das hätte ich früher wissen sollen, dann hätte ich meinen zweiten Sohn, den ich, den halte ich eigentlich auch fähig, das Reich zu führen, aber, ja, weiß nicht, den hätte ich dann vorgezogen, weil er jünger ist. Aber gut, wir spielen weiter, haben hier unser großes Reich Stendal, was steht hier sogar drin? Das hätte ich jetzt auch nicht erwartet, warum, aber na gut, ist ja nicht weiter schlimm, kann ja gerne da drin stehen und wir haben hier Dessau Magdeburg. Innerreichlich jetzt an Titel zu kommen, wird sehr, sehr schwer, da es, naja, sagen wir mal, ja, da es sehr schwer wird, dort Kriege zu erklären, da die Reichsmacht das untereinander jetzt nicht mehr so ganz gerne sieht. Wir bräuchten ein Druckmittel gegen unseren Landesherren oder gegen unseren, ja, Landesherren müssen wir ja sagen, Lehnsherren, damit wir einen Kriegsgrund durchsetzen können. Und deswegen müssen wir da irgendwie hinkommen, dass wir dort Druckmittel einsetzen können. Oder ein Druckmittel finden. Vielleicht können wir da auch eins fingieren. Da müssen wir mal gucken, was man da anrichten und einrichten kann. So, denn nämlich genau das hier, ne, Krieg erklären und so weiter und so fort. Der ist ja jetzt nicht der stärkste Hund in Merseburg. Würde ich ganz gerne den Anspruch durchsetzen. Aber ich kann hier halt eben kein Druckmittel einsetzen, da wir gegen Herzog Odruf, den zweiten, Odulf, so, den zweiten kein Druckmittel besitzen. Leider Gottes. Schade. Weil dann hätte ich, hätte gerne das noch dazu gekriegt, aber gut. So, hier wollen ein paar mächtigere Rabauken was haben von mir, aber die sind eigentlich alle unfähig. Von daher kommen die nicht in meinen Rat und damit haben sie, mir ist das nicht auch egal, ich will auch nicht in seinen Rat sitzen. Da habe ich jetzt gut ein paar Kronen von, ein bisschen Bekanntheit kriege ich, aber das war auch alles. So, wir haben unseren zweiten Sohn, wie ich schon erwähnt habe, enterbt. Hat keinen Titel mehr, er wird von mir keinen Titel bekommen. Ist natürlich nicht so begeistert darüber, aber ja, wird wahrscheinlich... Ah, wird wahrscheinlich mich nie mögen mehr, und, aber das ist halt so. Ich denke, er wird auch keine großartigen Regierungsansprüche stellen. Wir werden bald das Zeitliche segnen. Das ist auf jeden Fall möglich. Grafschaft Braunschweig durchgesetzter Anspruch. Was ist das? Ihr habt einen durchgesetzten Anspruch. Durchgesetzte Ansprüche werden als rechtlich stark beachtet und... Und als folgenlassener Anspruch an die Kinder, Anspruchsteller vererbt. Ja, da kann ich aber trotzdem nichts begeben. Ich weiß nicht, ob ich das gegen einen guten Gefallen austauschen kann. Den Krieg will ich ihm nicht erklären. Anspruch erbitten. So, das kriegen wir eh nicht hin. Gut, okay, wir müssen sowieso jetzt uns erstmal hier drum kümmern, was hier passiert. So, der Befehlshaber einer Armee muss darauf achten, dass seine Soldaten auf lange Feldzüge ausreichend essen und Lagervorräte zur Verfügung stehen. Daher sollte ich mir überlegen, wie ich sicherstellen kann, dass meine Soldaten im Felde immer Vorräte haben und sie benötigen. Richte ein Netzwerk von Kaufleuten ein, die mich unterstützen. Wenn ich das schaffe, bekomme ich 5 Jahre lang gut versorgte Armee, 100% Kriegsführungswandel. Lagere Vorräte in meine Festung ein, ich müsste 60 Gold bezahlen und bekomme 5 Jahre lang gut versorgte Armee. Meine Soldaten können sich hier einen Vorräte zusammensuchen. Wie lange gewöhnt euch ans Hamstern? Die Armee dieser Charaktere sind es gewöhnt, sich auf Feldzügen selbst zu versorgen. Feindlanzermürbung minus 10%, Versorgungsdauer plus 10%. Gut versorgte Versorgungskapazität plus 100.
Armee fehlt Proviant, ist natürlich gar nicht gut. Also das ist die sichere Variante, das ist die Risikovariante und das ist die, ja, leck mich am Arsch Variante, hätte ich fast gesagt. Ich werde ja keinen größeren Krieg mehr führen. Das habe ich leider Gottes, habe ich den Zeitpunkt verpasst, das hier wirklich alles einzunehmen. Dann werden wir mal gucken, dass wir da irgendwie an den Titel kommen. Vielleicht müssen wir uns auch den Titel des Herzogen von dort besorgen. Aber der Herzogstitel liegt, glaube ich, auch bei unserem Chef, ne? Herzogtum Anhalt, ja. Da, den Titel, den hätte ich gerne von ihm. Aber den kann ich von ihm auch nicht bekommen, glaube ich. Naja, den werde ich auch nicht bekommen. Na gut, dann müssen wir mal gucken, dass wir da irgendwie hinkommen. Dass ich dieses Herzogtum quasi bekomme. Und dann können die Grafen da ja Grafen bleiben. Das interessiert mich ja nicht. Aber das wird nicht. So, ein Ratsmitglied ist an Altersschwäche gestorben. Das ist natürlich nicht sehr schön. Müssen wir unseren Rat mal wieder angucken. Wir haben keinen Marschall mehr. Aber da haben wir uns ja rechtzeitig schon jemanden geholt. Den Tobe. Der Ritter von uns. Der ist, glaube ich... Wo kommt der denn her? Unverheiratet. Der ist unverheiratet? Na gut, aber wir weisen ja erstmal zu. Und wenn der unverheiratet ist, dann werden wir uns jetzt mal ganz kurz daran tun, ihm einen Ehepartner zu besorgen, der auch militärisch sehr stark ist. Du bist 42, Alter, das passt ganz gut. Und ja. Dann schickt man den Vorschlag an. Ab, dann sind die beiden sehr militärisch sehr gut und passen vielleicht aufeinander auf. Vielleicht bekommt ihr auch einen Einfluss von außen noch dazu. Angewandte Führungseigenschaften. Mein Freund Hauptmann Marquis ist in letzter Zeit häufig zu Gast bei meinen Ratstreffen. Da ich weiß, wie sehr er sich für die Feinheiten der Menschenführung interessiert, beschleicht mich das Gefühl, dass er nur darauf wartet, dass ich ihn beeindrucke. Ich könnte ihn in einem Gespräch verwickeln. Andererseits wäre es wohl besser, wenn er sieht, wie ich mit einem eigenen Männer interagiere. Es hat seine Vorteile, wenn man zumindest so tut, als kenne man alle seine Soldaten. Ja. So, gut. Hier müsste es demnächst eine Heirat geben. Wolf Witte ist natürlich auch ein schöner. So, da ist die Heirat da. Dann haben wir einen Ehepartner, der befindet sich jetzt auch in Stendal. Und ja, die ist halt im Kriegsführungstechnisch sehr gut unterwegs. Das ist auf jeden Fall von Wert. So, gut. Ich kann meinen Ehepartner, ihr habt keinen verfügbaren Ehepartner. Das Problem ist, dass er nämlich ganz woanders Regent ist, unser Ehepartner. Da können wir hier oben nochmal gucken. Denn nämlich, upsala. Was ist denn da los? Drei Parteien. Meine Ratspitzel ist mit einer Entdeckung zu mir gekommen. Sie ist sich sicher, dass mein Schwiegersohn Graf Jelzew, also der Russe, russisch-orthodox, die muss ich noch davon überzeugen, dass er meine, mein Glauben, ein Komplott schmiedet, das Opfer ist Höfling Grazi. Mhm. Hier ist die Ehepartnerin von Prinzmlaff. Er ist mein Verwalter. Okay, so, und du bist mein Schwiegersohn und bist mit meiner Tochter Anne von Doboray verheiratet. Grafschaft von Doboray. Ah, er hat den Titel auch. Ist das jetzt nicht aber die Kinder? Die müssten doch in meine Riege fallen. Ah, sächsisch. Doch, sächsisch-katholisch. Er müsste ja hier jetzt sozusagen, der Haupterbe ist Berthold. Ach, der Erste. Oh, wallende Mähne, sehr schön, sieht gut aus. So, okay. Gut, wir müssen sowieso irgendwann mal in Kreis heiraten, damit wir wieder so ein paar Titel zusammenführen. Dann müssen wir mal gucken, wie wir das hinkriegen. Okay, lasst den Verräter erkennen. Ich setze 150 Kronen ein, das möchte ich eigentlich nicht. Werft ihn ins Gefängnis, das möchte ich auch nicht. Er ist immerhin Graf einer Grafschaft, den kann ich ja nicht einfach ins Gefängnis werfen. Auch wenn er jetzt nicht die größten Truppen hat. Obwohl, da hinten könnte ich wahrscheinlich sogar eingreifen, ne?
Man weiß es nicht. Werft ihn ins Gefängnis. Da setzen wir auch 150 Kronen ein und das will ich alles nicht. Da bin ich dann mal. Da mache ich einfach mal Augen und Ohren zu. Habe ich nichts gesehen, von nichts gehört. Interessiert mich nicht. Wenige Ritter. Judith von Groningen kann heiraten. Judith. Oh, das ist meine Tochter. Hauen wir gleich mal die Pausetaste rein. Die kann uns ja mal. Was brauchen wir denn am ehesten bei? Also auf jeden Fall in diese Richtung heiraten. Bündnismacht. Kriegen wir nichts. Prestigezuwachs. Kann nicht nur quasi unseren eigenen Sohn dann wegheiraten. Enkel von euch, Enkel von euch. Ein Enkel und das. Da müssen wir mal gleich mal im Stammbaum gucken, wo wir da vielleicht eventuell sie dazu nutzen könnten, einen von den zu uns zu bekommen. Schon wieder komplett am Hofe. Was ist da los gerade? Machen wir da erstmal weg. Komplett am Hofe. Mein Ratspitzel ist mit besorgniserregender Neuigkeit zu mir gekommen. Wir wissen noch nicht, wer es ist. Doch jemand schmiedet einen Komplott, um eine Person zu ermorden. Und zwar meinen Sohn und Erbin Otto. Meinen Sohn Otto? Aha. Ah, ich hätte da eine. Ich hätte da eine Idee, wer das ist. Okay. So, okay. Heirat arrangieren. So, jetzt müssen wir ganz kurz mal interfamiliär gucken, ob da irgendwas sinnvoll ist. Ich könnte mir einen richtig guten Kriegsführenden holen. Aber gut, da habe ich ja eigentlich einen eingesetzt, der gut ist. Wie sieht's denn aus mit einem Ratsverwalter? Wenn ich den austauschen wollen würde, wäre wohl Witte der Nächste. Also müssen wir da vielleicht uns um einen Verwalter kümmern. Der ist 43. Der ist 63. Oh, wir brauchen unbedingt einen Ratskanzler. Ja, da brauchen wir einen. Okay, wir müssen einen diplomatisch sehr gut geschickten Menschen zu uns besorgen. Machen wir mal Relevanz erstmal hier an. So, dann holen wir nach Diplomatie durch. Und der müsste vom Alter her passen. Jetzt ist der gerade griechisch, aber stattlich gebaut. 23 Jahre alt, unsere Tochter ist 41. Wie ist die 41? Ist da der Ehepartner weg verstorben? So, die ist 41. Und wenn die 41 ist, dann 49-Jährige will ich mir die nicht an den Hof holen. Muss ein 21-Jähriger, 49-Jährige an den Gedenken lassen. Naja gut, aber der hat einen guten Verwaltungswert, ne? Einen guten Diplomatiewert. Stattlich gebaut. Ah. Erbliche Eigenschaften, wohlgestaltet und stattlich. Ja, Judith verliert 100. Er kriegt 400 dazu, deswegen kommt er da hin. Naja, gut. So. Das sollte sich jetzt dann hier erledigen. Gut. Ausgezeichnet. So, der wird also mein nächster Verwalter. Hm? Reichsverwalter haben wir schon mal wieder im Haus. So, sehr gut, sehr gut. Sehr gut. Ein Diplomaten mit 20er Wertung ist natürlich immer von Vorteil. So, jetzt müssen wir ganz kurz nochmal das ausmachen. Und jetzt wollte ich mal ganz kurz in unserem Stammbaum gucken, wer da was wo wir hat. Und da ist ja einiges los. Und da können wir jetzt wahrscheinlich schon mal langsam über sich einen Kreis bilden im Dynastiebaum. So. Also er ist weggestorben schon. Das ist mein Enkel, ne? Er ist schon tot. Hat er den Titel von... Ja. Na gut. Gar nicht mehr so lange. So. Achso, das ist meine Schwester Anna und deren Sohn ist in Köln an die Macht gekommen. Ah ja, und hat ein Bündnis mit uns und mit dem Herrn von Kassel und hat zwei Titel. Die Baronie von Köln und die Grafschaft, Baronie von Neuss und die Grafschaft Köln. Hm? Ist gut, hat er gut gemacht. So, da ist der Haupterbe Jürgen, mein Schwager. Das wäre nicht so toll, aber er hat einen Ehepartner schon mal. Gräfin Toro D. Und Gott. So, mein Haupterbe wäre er. So, er ist ja schon verheiratet und da wäre nachher, war er denn schon ein Kind erst? Ja, ein Kind. Das heißt, der Erbe wäre momentan Gertrud von Groningen. Okay.
Also wir müssen irgendwie irgendeine davon den Tanten jetzt nochmal so weit bringen, dass da mal ein richtig schöner Titel bei rausspringt. So, wie sieht's hier aus? Marie von Hortville. Wandernd. Unverheiratet. Eifrig. Dynastie de Hortville. Okay. Die habe ich da, glaube ich, wegverheiratet. Nicht. Nee, wie kommt die denn zu der Dynastie? Dynastie. Hä? Wandernd. Okay. Merkwürdig. Na gut. Ich will mal da drüber nochmal angucken. So, dann will ich mal alle angucken. Dann gucken wir mal. Hier, guck mal, hier haben wir nämlich schon welche. Die sind ja richtig. Dynastie von Babenberg. Herzog Edberg. Guck mal, da haben wir schon einen Herzog in der Familie. Graf Arnold von Linz. Herzog Edberg. Wie hat der denn das geschafft? Welchem Haus die sind die zusammen? Ach, guck mal hier, guck mal, von ihm. Von Steffen, den wir eigentlich gar nicht mal so, den haben wir gar nicht beachtet so richtig, ne? Der hat ja dann da, ne, der hat ein neues Haus gegründet hier. Ja. Hat man vielleicht auch mal wieder einheiraten, dass die jetzt wieder zu uns gehören, aber das ist ja interessant. Steffen hat es geschafft, dass seine Tochter, Torodia, deren Tochter Jutta, Mutter von Herzog Edbert. Die Mutter von ihm. Okay. Kann ich denn da Mittel bieten, Vormundschaft, Denk schicken? Ja, da kann ich schon nichts. Aber da kann ich eine Heirat arrangieren mit meiner Tochter. Oder meiner Enkelin. Aber den Kreis, der ist schon ziemlich lang. Also wenn ich jetzt hier sozusagen Gertrude, aber er wird nicht materialistisch im Matriarch heiraten wollen. Aber das könnte man dann wieder zusammenbringen. Also wir gucken mal. Hm, da gibt es noch einen Herbert. Wem gehört der denn? Enkel, den Enkel von uns. Also ich würde gerne Gertrude ins Dings bringen und... Nee, da sollst du mal nicht rein. Will nicht. Ist der schon verheiratet? Ich will nicht mehr sein... Sehe ich jetzt wahrscheinlich auch im Hintergrund, ne? Ach, da ist er. Ach, der ist schon verlobt. Ach Gottchen, wen hast du denn dir dann angelacht? Na gut, okay. Was willst du machen so? Ah ja, guck mal hier, der hat sogar noch Ansprüche auf Wien, auf Friedrichstadt und auf Linz und hat hier Grafschaft Krems und Herzogtum Österreich. Nicht schlecht! Also manche in unserer Familie haben sich schon echt gut gemacht, muss man ehrlich sagen. Ne? Also da ist einiges, einiges zusammengekommen schon. Steht da so ein Enkel von mir oder was ist das von mir denn noch? Steht, ist kein Familien... Verhältnis mehr, ne? Ja, da kann ich den wirklich reinheiraten. Schön. Der hat es auch schon mal weit gebracht. Also wir haben unseren Namen und unsere Dings haben wir schon mal weit gestreut. Das muss man ehrlich sagen. Das haben wir schon recht erfolgreich hinbekommen. Aber er ist auch nicht mehr in unserem Hause. Ja, er ist ja im Haus Babenberg. Ja. Babenberg-Dynastie, Graf. Wien. Na gut. Aber einige Titel haben sich hier bei uns schon sozusagen zusammengetragen. Ach schon. Machen wir nochmal weiter hier. Lassen die Zeit auch im Hintergrund ein bisschen laufen. Wo wollte ich noch hingucken? Achso, ich wollte hier drüber gucken. Gut, ja, mit dem haben wir denn weitergespielt. Ich hätte damals lieber mit dem weitergespielt, muss ich ehrlich sagen, mit dem Jüngeren, aber die Erbschaftsreihenfolge ist halt so, dass ich so weiterspiele. Er ist so gerade im Knast. Was ist hier unten noch dran? Ach, da hängt sie dran, genau. Hier ist dann nichts weiter dran. Hm, den könnte man auch noch wieder wegheiraten, aber der wird auch nicht sozusagen so heiraten, dass meine Enkelin die Chefin wird. Aber wir haben hier Berthold. Der von Anna, Berthold, den würde ich natürlich, der bei den Russen unterwegs ist, ne? Der wird dort denn der Erbe.
von ihm. Grafschaft hat einen Titel. Also da wird er auch einen Titel herbekommen. Wir müssen nur noch irgendwie versuchen, kann ich ihn denn irgendwie... kann ihn beeinflussen. Ich kann ihn aber nicht davon überzeugen, dass es geht. Kriegserklärung im Bericht des Bündnisses. Ja, ja. Das soll man natürlich aufrecht machen. Na gut. Okay, also unsere Familie ist schon deutlich angewachsen. Und aus unserem Reich, was wir besitzen, es ist ja schon gar nicht mal so klein. Also das müssen wir ja schon mal ehrlich sagen. Da haben wir schon einiges gebildet, aber ja. Wie gesagt, ich brauche ein Druckmittel gegen einen... gegen meinen Landeslehnsherrn. Und dann brauche ich halt den Kriegsgrund. Also da müssen wir zwei Sachen gleichzeitig hinkriegen. Ich weiß nur nicht, wie ich das hinkriege mit ihm und seinem Sohn oder seinem Erben. Wer ist sein Haupterbe? Er ist sein Haupterbe. Wie kann ich dagegen ein Druckmittel bekommen? Lebenswandel, Schmerzpunkt auf Hinterhältigkeit. Wie kann ich da ein Druckmittel hinbekommen? Wenn nur das, Mittel anbieten, Vormundschaft anbieten, bringt mich auch nicht unbedingt weiter. Aber er hat halt natürlich jetzt, er hat einen Titel schon, er hat den Titel der Grafschaft Rostock. Okay. Den hat er sich aber auch nicht friedlich geholt, glaube ich. So, den haben wir ein bisschen beeinflusst. Das ist der Ehepartner von meiner Maria. Gut, der ist maximal beeinflusst. Den brauche ich nicht weiter beeinflussen. Nehmen wir mal den Rat. Da werden wir uns mal beeinflussen. Werden wir uns mal eine bessere Meinung holen. So. Wir können nur hoffen, dass unser Sohn nicht stirbt. So, der hat jetzt bis jetzt eine Tochter hervorgebracht. 8 Jahre ist die auch schon alt. 8 grüne 9, ne? Na gut, das ist halt so. Ich muss mal gucken, wie ich alles so unverheiratet noch am Hofe habe. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir, ja, momentan ist eher Reich verwalten angesagt, Reichsausbau angesagt. Wir haben auch schon ein bisschen Geld. Wir brauchen ein bisschen mehr Geld noch. Denn wir müssen beim nächsten Mal Ausbau dafür sorgen, dass die, das Hauptgebäude quasi ausgebaut ist. Wir müssen die Burg ein Level höher bringen, damit wir hier weiterkommen. Wir könnten theoretisch hier die Stadt, kann ich noch nicht ausbauen, oder? Nee, kostet die Verbesserung 550. Bringt aber wesentlich mehr Steuern, ne? 1,4 Steuern statt 0,8. Ein bisschen Aufgebot, ein bisschen Garnison. Also ein paar Leute sind da auch drin. Dauert auch 4 Jahre, das zu bauen. Aber das ist ja erstmal nicht weiter schlimm. Da können wir ja unseren Baumeister denn hin entsenden, dass der damit hilft. Die Entwicklung der Gemeinde ist jetzt hier 17. Hier ist sie 15. Hier ist sie auch 17. Oh, hier können wir einiges noch errichten. Da können wir auch noch einiges errichten. Aber Magdeburg wäre natürlich nicht schlecht, wenn wir hier noch ein bisschen was machen könnten. Und in Dessau können wir natürlich hier das Anwesen noch vergrößern. Sehr schön. Okay, also dann in der nächsten Folge. Tschüss.